Guten Morgen, ihr Schnuppelhasen. Ich bin heute so früh aufgestanden, dass ich direkt vergessen habe, eine Kaffee-Story zu machen. Geht's euch gut? So, ich habe Rasen gemäht, weil ich totales Wohnzimmerverbot habe von meiner Frau, weil sie gerade dekoriert. Da darf ich nicht zugucken. Das heißt, ich mache jetzt einfach mit Rasenmähen weiter. Das muss ja gemacht werden. Irgendwer muss es ja machen. Oh, da war er fast. Aber jetzt. Geht's los. Schatzi, darf ich jetzt mal langsam wieder ins Wohnzimmer? Nein. Was muss ich dafür tun, dass ich in die Küche bzw. ins Wohnzimmer kann? Nein. Toll. Läuft für mich heute. Okay, Leute, ihr habt's gehört. Striktes Wohnzimmerverbot. Das heißt, ich kann endlich die Pooltreppe fertig machen. Also, Betonmischer schnappen und mischen. Leute, es ist fast geschafft. Ich traue es mir überhaupt nicht zu zeigen, aber ich mache es trotzdem, weil es echt super seltsam aussieht und man sich nur schwer vorstellen kann, dass das mal eine Treppe wird. Verputze ich gleich auch noch ein bisschen, dass es schön gerade wird. Dann kommt sowieso nochmal ein Fassadenputz oben drauf. Aber jetzt ist erstmal Mittag. Ich habe Hunger. Ganz dolle. Verstehst du? Und ich schwitze. Ich weiß nicht, ob das an meinem Mütze liegt, an der dunklen oder an meinem dunklen T-Shirt. Mittagessen beendet, zwischenzeitlich auch schon die Treppe fertiggestellt, sag ich mal. Noch nicht ganz, zumindest sieht sie jetzt schon mal besser aus. Und außerdem guckt sich das mit der Zeit auch weg. Ja, das ist ein Spruch, den du lernst als Bauherr. Und guter Fusch ist keine schlechte Arbeit. Verstehst du? Und nach einem erfolgreichen Arbeitstag gibt es jetzt Hühnchen. Das braucht ungefähr noch so anderthalb Stunden. Und dann wird genascht. Leute, jetzt haben wir das Hühnchen noch mal ein bisschen hochgedreht. So, jetzt ist aber endgültig Feierabend hier. Ne? Wird der Rasen nochmal gesprengt in meiner wundervollen Konstruktion. Das ist ein sogenannter Reichweitenverlängerer. Ja? In dem Sinne, Prost und schönen Abend noch.